Bayern, Max Eberl. Auch über ihn werden wir natürlich im Laufe dieses Tipico-Countdowns sprechen. Außerdem begleiten uns an diesem Samstagnachmittag in der Konferenz Abstiegssorgen und Europa-Ängste. All das mit 2x5. 10 Teams sind mit dabei, Stefan Graf. 11 Spiele haben wir noch bis zum Saisonfinale, bis zum Klassenerhalt, bis nach Europa und bis zur Meisterschaft. Und an jedem Spieltag mit dabei diese beiden Herren hier. Didi, Erik sind mit am Start. Hallo ihr zwei. Und wir haben noch einen. Hallo. Bei uns im Studio. Guckt mal, der Max Eberl. Ja. Der ist auch da. Wir sprechen gleich ausführlich, wie gesagt, über das Freitagsspiel. Erik, vorher mal, wir haben ja eben seine erste Reaktion gesehen. Was hat er sich... Max, Sie sind einen Punkt näher an Leverkusen rangekommen gestern. Das ist holländischer Optimismus. Wir gucken aber gleich noch in deiner Analyse natürlich auf diese Partie. Didi, vorher, Max Eberl, wie kriegt er dieses Mir San Mir zurück, und zwar in und auf alle Ebenen? Ja, es muss halt jeder mit, das dritte Mal das in sechs Monaten... neu geschrieben und hat diese ganze Aufbruchstimmung, also die ich in der Champions League anschaue, bis auf Madrid, bis auf Real und City, ist für mich keine herausragende Mannschaft. Das heißt, wenn du weiterkommst und den beiden aus dem Weg gehst in den nächsten beiden Runden. Wir nehmen uns nämlich gleich noch mal ein bisschen mehr Zeit für die Bayern. Du bist ja quasi mit Max an der Säbener Straße groß geworden und ihr habt richtig angepackt, hat der Max erzählt, nicht nur auf dem Trainingsplatz. Echt? Ja, Anfang der 90er Jahre, als wir in der A-Jugend gespielt haben und dann bei den Amateuren da anfragen. Und dann kann es gut sein, dass der Hermann gesagt hat, so Jungs, es wird gegessen und dann geht es erstmal ins Lager und dann werden Pakete gepackt. Wie gesagt, ich wünsche ihm natürlich alles Gute. Jetzt rein in den Samstagnachmittag. Es geht um Europa, es geht um die Champions League-Millionen. Wir gucken noch mal ganz kurz auf die Tabelle, sehen, es gibt das Fernduell heute. Dortmund und Leipzig um die Champions League und auch Frankfurt mit 4 Punkten Vorsprung auf die TSG ist ja auf Kurs. Allerdings zuletzt, die Performance ist nicht wirklich überzeugend. Also die letzten 6 Pflichtspiele ohne Sieg, das macht sie natürlich gar nicht happy. Und Michael Leopold ist für uns in Heidenheim mit dabei. Es gibt noch ein anderes Thema. Ein emotionales Oh Captain, My Captain. Übrigens nicht nur die schwarz-gelben Fans schauen heute, was da an der alten Försterei passiert, sondern natürlich auch RB Leipzig. Ein Punkt dahinter und die lauern auf dem Patzer von Schwarz-Gelb, um dann selber die Champions League zu erreichen. Wir wollen darüber sprechen. Leipzig ja heute gefordert in Bochum, allerdings ohne den gesperrten Xaver Schlager, der uns aber jetzt zugeschaltet ist. Der hat sich quasi selber rausgenommen mit der 5. gelben Karte. Ich guck mal, ob ich ihn schon sehen kann. Ja, da steht er schon bereit. Xaver, wahrscheinlich eine ungewohnte Situation, so ein ganz normaler Fußballsamstag und Sie sind nicht im Stadion. Was machen Sie? In der Regel, lass ihn nicht in die Mitte kommen, da steht nämlich das Tor. Also für diese Situation wirkt er relativ ruhig, ne? Ja, absolut. Und das ist eine Grundvoraussetzung. Also wenn es er nicht wäre, wie soll es denn die Mannschaft sein? Heute Union, nächste Woche in Bremen, dann kommt PSV. Du bist optimistisch, ich sehe das deinen Augen. Ja, am Donnerstag in der Woche werden wir schon. Spiegelt sich das auch in deinem Tipp wieder, heute für das Spiel? Natürlich, ich muss ja dazu stehen, was ich sage. 1-2. Sehr integer, Didi, das mag ich. Ja, Erik, sieht es bei dir aus? Und ich habe natürlich meine Analyse auch am Tipp angepasst oder nicht angepasst. Es ist 1-1. Also ich, Union die letzten paar Wochen stabil und Dortmund, ich weiß es nicht, ob sie das gewinnen können. Erik, sag ja viele Unentschieden. Von den Top 5 haben sie 8-mal Unentschieden. Das sind sie die Meister im Unentschieden. Da verlierst du immer 2 Punkte und dadurch sind die anderen weg. 20 Punkte ist es schon, was die Spitze angeht. Also das ist schon eine Menge Holz. Aber ich bin mir sicher, wir werden nachher wieder bei alle Spiele, alle Tore viele Themen haben, egal wie es dann ausgegangen ist. Also die Konferenz. 5 Duelle haben wir. Wir haben auf jedes Spiel geguckt. Jetzt müssen Sie entscheiden, wo Sie Ihr Zuhause finden an diesem Nachmittag. Und da sind wir mit alle Spiele, alle Tore. Spieltag 24, ja, da sind wir schon angekommen. Und wir gucken natürlich gemeinsam auf alle Geschichten des Nachmittags, gemeinsam mit unseren beiden Experten, mit Didi Hamann. Und natürlich ist Erik auch wieder mit dabei an seinem Glö. Ja, Europasorgen sind dabei und vor allem natürlich auch viel Abstiegsangst in Darmstadt und auch in Mainz. Aber starten wollen wir an der alten Försterei. Union Berlin hat sich ja tatsächlich unter Nenad Bjelica richtig gemausert, unten raus. Und hat die alte Försterei auch wieder zu einer richtigen Festung gebaut. Heute zu Gast Borussia Dortmund. Und der BVB hat tatsächlich eine schwierige Woche hinter sich. 2 Remis und eine Niederlage. Auch der Coach natürlich, Edin Terzic, Frank Buschmann. Ja, danke Kai Dittmann.
Also solides Spiel haben wir gerade gehört als erste Analyse. Ich fand, dass die Dortmunder sich trotzdem immer noch schwer getan haben, was den Spielaufbau angeht. Aber Ergebnis bringt natürlich jetzt erstmal wieder Ruhe. Ganz ja ungeschlagen zu Hause. Das heißt, da musst du erstmal gewinnen. Und sie hatten ja auch Kritik, haben jetzt eine schlechte einmal oder zweimal in der zweiten Hälfte. Also das war wirklich Weltklasse, wie er da gehalten hat. Und sie haben sich als Mannschaft präsentiert, haben das dann das zweite Tor gemacht. Marzen mit einer super Einzelleistung gewinnt den Ball, macht das Tor. Und das war sehr gut von den Dortmundern. Didi, zwei Dortmunder haben sich angeboten, dein Didi-Man zu werden. Ich muss gestehen, ich hätte eher Adeyemi gewählt, weil ich liebe es einfach, schöne Tore zu sehen. Europapokalsiege, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, da findest du selten eine Mannschaft, die... 40 Sekunden die Kastropper Straße. Ja, und hatten wahrscheinlich in den letzten Wochen Spiele, wo sie mehr Chancen hatten als heute. Ja. Da haben sie aber keine Tore gemacht. Auch direkt wieder wegschießen müssen, dass er sich das in Zukunft nochmal anschaut. Aber wie gesagt, viel machen kann man da nicht. Da gibt es auch keinen Vorwurf. Passiert. Und Frankfurt jetzt erstmal durchatmen. Ne? Jetzt mal wieder einen Dreier eingefahren. Wenn auch, fand ich schmeichelhaft. Ja, Frank Schmidt hat es gesagt, ob es ist. Damit landen wir ganz unten in der roten Zone, Abstiegszone. Christian Heidel, der Sportverstand der Mainzer, hat im Vorfeld zu uns gesagt, also irgendwie, wir spielen unsere eigene Meisterschaft um den Klassenerhalt aus. Heute ging es für die Mainzer gegen Borussia Mönchengladbach und natürlich auch wieder mit der Energie des neuen Bo Henriksen, des Coaches. Sie wollten den zweiten Heimsieg mit ihm einfahren und sie müssen sowieso den Fokus auf die Heimspiele legen, denn da kommen noch vier Konkurrenten in die Mewa Arena. Heute startete das Ganze mit Borussia Mönchengladbach und Jonas Friedrich, passend dazu kam auch nach Bo Henriksen ein weiterer Hoffnungsträger zurück. Also ja, da lag es doch auf der Hand, oder? Ausziehen, da waren genug dabei, hat der Trainer auch gesagt. Und deswegen, er sagt, das erste Mal wieder seit vielen Wochen in Mainz. Das ist eine aufgeheizte Stimmung, soll keine Entschuldigung sein. Kriegst einen Punkt. Danke. Jetzt hast du mir rausgebracht. Nee, das gelingt ein Spieler, eigentlich nie. Ich schaue ihn gerne an, der ist ja so lange dabei. Also der wird doch keinen Kraftausdruck. Kabine mit Dominic Kohr hieß es dann trotzdem. Okay, ja. Also nächstes Mal nicht mit dabei. Damit sind wir am Abgrund der Liga. Da hängt verzweifelt Darmstadt 98, 16 Bundesligaspiele jetzt in Folge schon nicht gewonnen. Und dann kommt jetzt auch noch das Pech dazu. Eigentlich so, wie es dann irgendwie auch im Abstiegskampf läuft. Aufgeben gibt es natürlich trotzdem nicht. Zuletzt haben sie gewonnen, vor 5 Monaten. Und gegen wen? Genau, gegen den FC Augsburg, den heutigen Gegner. Vielleicht Hansi Küpper ja ein gutes Omen. Also, ja, die haben sich einiges anhören müssen da. Didi, kompletter Systemabsturz. Wir haben noch über das Spiel in Bremen gesprochen, wo sie so viel gute Ansätze hatten, natürlich auch viel Pech. Aber wie ist so eine Leistung zu erklären? Weil wenn sie das gewonnen hätten und die nächsten Aufgaben wären sehr, sehr schwer. Deswegen, ich glaube nicht, dass das die Chancen der Darmstädter in der Liga zu bleiben groß geschmälert hat. Das ist eine Partie, die wird es geben. Das aber ist, 17 Bundesligaspiele in Folge jetzt nicht gewonnen, das hinterlässt ja auch Spuren. Und wenn du dann so eine. Dass sie schlecht gespielt haben, das wissen sie selber. Dass sie Unterstützung haben, wissen sie. Ich glaube nicht, dass es daran lag, an der Einstellung oder am Kämpfen. Sie haben 3, 4 individuelle Fehler gemacht. Und wenn du halt in der Bundesliga einer Mannschaft 4 Tore Start gibst, dann gibt es halt kein Zurückkommen, außer du bist Bayern. Ich glaube nicht, da bin ich bei dir, Britta, ich glaube nicht, dass es der Mannschaft hilft, aber müssen wir vielleicht die Spieler selber fragen. Nach 29 Minuten hat er schon 5 Tore kassiert. Wir wollen Marcel Schuhn bei Dirk Große Schlammern hören. Nachmittag also für Darmstadt 98, der Spuren hinterlassen wird. Weiter geht's übrigens für die Lilien dann gegen Leipzig und dann die Bayern, die wiederum sind am Freitagabend schon in diesen 24. Spieltag gestartet. Es gab Traumtore tatsächlich im Breisgau, einige. Und eigentlich wollten die Bayern in ihrem 2000. Bundesligaspiel auch so ein bisschen was gut machen auf Bayer Leverkusen. Doch Spiel 1 von Max Eberl endete Kai Dittmann erneut in Ernüchterung. So, und wir haben gehört, dass es ein Endspiel gibt für Thomas Tuchel. Was sagt ihr dazu in der Champions League? Didi, fang mal an. Spiel mit dem Feuer. Spiel mit Thomas Tuchel. Du meinst eigentlich, er müsste jetzt schon gehen. Ja, ich weiß nicht. Dann scheidest du aus und sagst, ja gut, dann hätten wir so weitermachen können. Nur, ich bin ganz alles nachvollziehen, kann ich es nicht. Bei den
bei den News. Sky Sport genau. News ist ja der Kanal 24/7. So, wir gucken auf den 24. Spieltag und sehen uns die Tabelle. Soweit also Bundesliga und Sie sehen, wir machen aber auch weiter mit DFB-Pokal-Viertelfinale der Frauen, wenn Sie Lust haben. Entweder Einzelspiele oder die Konferenz bieten wir Ihnen auch an. Also Dienstag ab 18 Uhr Sky Sport Mix. Topspiel hätten wir ja auch noch für Sie, Wolfsburg gegen Stuttgart. Morgen dann die Sonntagsspiele, wie gesagt, in den Highlights XXL dann auch zu sehen mit der Analyse. Wir sagen Dankeschön, danke euch. Bitte, bitte. Und dann geht's weiter nächste Woche. Tschüss, schönen Abend.